Pocket City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Ja, moin moin und damit herzlich willkommen bei Cyberpunk 2077. Ja, auch der Odi wird das Spiel raushauen. Vielleicht ein bisschen später als die anderen, aber egal, was soll's. So, ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt. Es geht bloß darum, dass ich meine Grafik eingestellt habe. Wir spielen komplett auf Ultra. Ich zeige euch das ganz kurz. Grafik. Ray Tracing ist Ultra. Hier ist... Nee, das ist hoch, genau. Alles andere ist Ultra, also maximale, was geht. Nee, hier ist noch was. Der Space Reflection, komm, machen wir Psycho. Okay. Jo, ansonsten ist alles soweit oben. Es läuft super. Oh, hier ist noch was. Bam, Psycho. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Jetzt habe ich aber alles auf Maximum, glaube ich, oder? Jo, habe ich. Es lief auf jeden Fall sauflüssig. Also da kann mein PC nicht mal zeigen, was da drauf hat. Freue ich mich, dass es da keine Probleme gibt. Ja, wollen wir mal ein neues Spiel starten. Wir werden normal machen. Es gibt hier einfach, normal, schwer und sehr schwer. Aber ich denke mal... Ja, komm, normal, passt schon. In dieser Folge werde ich definitiv erstmal nur den Charakter erstellen. Ich möchte so viel wie möglich von diesem Spiel mitbekommen. Nebenmissionen, ach, alles, was so gibt, weil ich habe gehört, das Spiel ist sehr schnell durchspielbar und nee, das will ich auch nicht, ist ja doof. So, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Wir können jetzt aussuchen zwischen Nomade, Street Kid und Konzern. Ich kann mal kurz lesen, du bist durch Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert, das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch viele Vorteile, nee, nur Vorteile, keine viele, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Okay. Das heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Mhm. Und Konzerne. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige Leben wieder raus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Gute Frage, was nehmen wir denn? Also viele haben Street genommen. Ich weiß nicht. Und wie habe ich hier für normale was übrig? Freiheitsliebe, Ehrlichkeit, Vertrauen. Wir nehmen den. Körpertyp aussuchen. Ich werde einen männlichen Part spielen. Oh, hier gibt es Vorlagen. Nee. Nee. So, und hier kann man sich random welche zusammenstellen lassen. Um Gottes Willen, das sieht ja aus. Alles Clowns hier. Nee. Hier werden wir selber einen machen. Stimmlage. Ich bin Vee. Das ist weiblich. Ich bin Vee. Die Stimme ist cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die kommt mir bekannt vor. Ich weiß bloß nicht von wem. Ach Gott, wer war denn der Synchronsprecher davon? Auf jeden Fall, die Stimme ist mega nice. Die behalten wir. Hautfarbe. Kann man das nicht auch so irgendwie anklicken? Ah, da. Komplett schwarz. Oh, ich denke mal, den nehmen wir hier. Hauttyp. Was gibt es denn für Hauttypen? Oh.
Nee, das sieht so geschminkt aus. Achso, das war's schon. 5 Hauttypen gibt's. Dann würde ich sagen, der Babyface wollen wir auch nicht. Nehmen wir den. Frisur, jetzt wird's wichtig. Kann man das auch drehen? Ah, okay, gut. Frisur. Nee, nee. Nee, nee. Oh Gott, nee. Das ist so. Nee. Nee, 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 nee. Auch nicht. Nein, auch nicht. Ja, genau. Nee. Das sieht schon ziemlich cool aus. Also, du merkst jetzt mal die 18. Nee. Nee. Jetzt kommt so leicht wikingerhaft. Dreiwettertaft. Die Frisur sitzt. Sieht aus, als wenn die da Würmer aus dem Kopf wachsen. Schrubbelpeter. Dutt. Ditte, ditte, ditte. Sturmlocke. Meine Güte, Alter, haben die viele Frisuren reingepackt. Ah, okay, das war's. Also es gibt's 39. Also Glatze will ich auch nicht haben. Da komme ich nur früh genug hin. Muss ich nicht haben. Nee, das hier muss auch nicht sein. Ups, zu schnell. Achso, das war hier der wieder. Nee, nee, nee. Ich glaube, es wird die 18 werden. Nee, nee, nee. Bewegen sich die Haare eigentlich auch mit, wenn er sich bewegt? Okay, nehmen wir den. So, Haarfarbe. Oh Gott, gibt das hier viel. Alter, Alter, das ist ja... Oh, nee. Nee. So schwarz-rot passt eher zu einer Frau. Blond bin ich auf keinen Fall. Blau. Wow. Ach, da ist ein Pferdeschwanz hinten dran. Fukuhila. Oh, nee. Oh nee, Fukuhila. Das ist sehr altmodisch. Wartet mal. Augenbrauen, Haarfarbe, Frisur. Das ist ja doof. Ich will keinen Schwanz hier hinten haben. Was hat das da? Sternfasson? Dann nehmen wir jetzt die. So. Haarfarbe aussuchen. Das nehmen wir. Nee, rötlich haben wir nicht. Ja, komm, passt. Ah, so passt auch. Okay, Augen. Wie viel gibt es denn noch für Augen? 21, okay. Nummer 1 gefällt mir bis jetzt am besten. Nee. Nee, sieht aus, als wenn ich Zitronen ins Auge gespritzt bekommen habe. Oh Gott, fallen dir da die Augen raus. Das ist zu weit nach innen. Die 11. Elf ist ein bisschen klein, aber bis jetzt unter den Top 3, sag ich mal. 15, na, ein bisschen kleiner Augen. Oh, nee, das ist zu groß. Achso, das war die 1, ja, ja, okay. Die 1 und die 11. Ich glaube, die 11 wird's. Hatten wir da die 15 mal auch noch? Okay, hier die 15. Ja, passt. Augenfarbe. What?
Ah, das ist ja nice. Aber wenn wir so Nomaden sind, sind die nicht eher so wie Menschen sein sollen? Wisst ihr, was ich meine? Wir wollen nicht dieses ganze Zeug. Gibt es denn hier blau-grün wie meine Augen? Blau, grün. Ah, das sieht hier, das ist zu blau. Das könnte... Das sieht cool aus, nice. Das behalte ich. Die nehme ich. Augenbrauen. Augenbrauen finde ich jetzt aber so allgemein schon gar nicht so schlecht. Nummer 5 war das. Oh Gott, was Augenbrauen ausmachen, wenn sie weg sind, ne? Ugh. Nee. 1, 2. Nee, zu dünn. Ich glaube, die 5 ist tatsächlich wirklich schon. Ja. Augenbrauen, Farbe. Dasselbe bitte wie. Ist das hier weiß? Oh Gott. So passt. Die Nase. Hat es mit der Nase? Die Nase ist ja ein bisschen groß. Ne? Knubbelnase hier. Wenn er von einer Mücke gestochen wurde. Oh, schwill! Nee, da ist er eingedrückt. Oh Gott, was für ein Zinken, ey. Eine Hakennase. Ne, die passte mir nicht zum Mund. Die 6. Ja, die ist so klein irgendwie. Die ist noch kleiner. Boah, nee, die ist so groß. Die 10. Die 6 und die 10. Kartoffelnase. Abgerundet. Weiß nicht, ey. Die hat so ein... Warte mal, die 10. Wir nehmen die 10. Die hat hier so einen ekelhaften... Oh, Mist. Buckel da drauf. So, der Mund. Da haben wir wie viele? 21. Aber wobei ich den Mund eigentlich schon so an sich gar nicht so unpassend finde zu der Figur. Wir können ja mal trotzdem gucken. Warte mal. Die 3, ja, die 4. Die 1, die 4. Ich gucke jetzt mal nur auf den Mund und auf die Zahlen. Die gucke ich mir dann an, wenn ich sage, oh, der gefällt mir. Oh, nee. Nee. Er küsst mich. Ich habe jetzt gesagt, die 1 und die 4. Ich habe nämlich in keinem Spiel bisher mir so viel Zeit gelassen für die Charakterstellung wie in diesem. Wir lassen das. Kiefern. Kiefer. Wie gibt es da auch wieder 21? Oh, gibt auch wieder 21. Also da habe ich ja eher am dickeren Kiefer, ein bisschen breiteren. Habe ich ein Kinn? Mal anfassen. Ja, ich habe ein Kinn. Also brauche ich ein Kinn. Ja, das ist, Nee. Oh, das sieht doch... Die 8 merken wir uns mal. Die 10 ist auch okay. Oh, das ist doch ganz passend. Die 11. Nein, 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 nein. Oh. Was war das jetzt, die 10, ne? Der hat
wieder kein Kinn, oder was? Die Elf? Die Elf war es, die Elf, genau, die Elf. Ohren. Das ist, ja. Das kommt hin. Nee. Mal von vorne gucken, wie soll denn mit Segel... Ja, so wie ich es geahnt habe, hier Segelohr-like, ey. Die 7. Die 7. Nee, nee, sieht aus wie vom Äffchen. Schweineohren. Oh ja, oh ja. Warte, die 7 jetzt, ne? Habe ich gesagt. Jo, passt. Bart, das Wichtigste. Wir fangen mal unten an. Oh. Aha, aha, aha. Auch nicht schlecht. Ja, das ist so wie meiner ungefähr. Ja, das kommt schon hin. Nee. 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 8, 9, 10. Oh, Wolverine. Nehmen wir den. Bartstil. Was ist ein Bartstil? Ach so, ob alles zusammen oder... Ah, okay, verstehe. Bartfarbe. Bitte dasselbe wie meine Haare. Hey, hat sich gereimt. So, passt. Cyberware. Achso, der Scheiß. Ne, den nehme ich mal komplett raus. Davon würde ich gar nichts. Kann man das hier irgendwie weiter wegmachen? Nee. Cyberware. Mache ich mal komplett aus. Ich bin mal ein ganz normaler Mensch noch. Narben im Gesicht. Wo ist hier eine Narbe? Ach, da. Da ist einer über mein Auto, ja, über mein Gesicht gefahren. Was ist das hier? Matschauge? Naja, wie kommen wir aus den Badlands? Ne? Ich weiß nicht. Ich bin ein unangetastetes Gesicht, so Tattoos Gesicht. Ich glaube, das... Ich weiß nicht. Tattoos habe ich auch im echten Leben. Nischt für übrig, so wirklich. Wo ist denn hier Tattoo hin? Ach, da hinten. Ich habe ein Halstuch, ja. Was ungefähr so aussieht, aber Körper, den brauche ich nicht. Eine Blume, ja, wow, wie originell. Was steht da? Nusser? Nusser. Born to kill, ja, genau. Lassen wir erstmal. Ne, für Piercings habe ich noch weniger übrig. Also erst recht nicht im echten Leben. Würde mir das nicht ins Fressbett getackert werden. Oh Gott, das wird ja mal schlimmer, ey. Wo hat denn jetzt ein Ding? Ach da. Ohrring. Ja, super. Mit Kerlten Ohrring. Aber fühlt euch jetzt nicht angegriffen da draußen, die Piercings und Tattoos haben. Habe ich kein Problem mit, wenn es andere haben. Zähne. Oh, strahlt weiß. Metall hier oder was? Gold. Kupfer? Mach mal A. Nee, mach nicht A. Wir machen ganz normale Zähne, Alter. Make-up, Augen. Oh, nee. Nee, lass die gleich mal aus. Das brauche ich überhaupt nicht. Make-up, Lippen. Nein. Nicht wirklich. Ist ja alles möglich. Lass ich auch gleich aus. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Make-up, Wangen. Schönheitsfehler. Was sind denn Schönheitsfehler? Auch ein paar Punkte, ein paar Flecke. Ich erkenne da jetzt aber keinen Unterschied zwischen der 3 und der 1. Doch, da oben. Seht ihr das da? Pass auf. Wow. Na, das ist ja... Fingernägel. Kurz. La... Ich schau wieder nicht. Ganz normale Fingernägel. Und ich will auch keine Farbe haben.
ist denn hier alles? Meine Fresse. Ernsthaft? Nee. Stinknormale Fingernägel. So, Fingernägel, Nagelfarbe, Brustwarzen. Aus. Wow, nee. Tattoo-Körper. Achso, ich habe das Spiel übrigens auch Nacktheit ausgestellt. Ich denke mal, jetzt, wenn ich Nacktheit angestellt hätte, dann würde hier was rumlümmeln. Namenkörper, Tattoos, Körper will ich auch nicht. Wir gehen mal weiter. So, Charakterfertigkeiten. Jedes Attribut umfasst mehrere Fertigkeiten. Sowohl Attribute als auch Fähigkeiten gewähren dir abhängig von deinem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level einer Fertigkeit steigt durch das Aussehen von für sie relevanten Handlungen. Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, dem sie untergeordnet ist, gesteigert werden. Aha, okay. Konstitution. Alter, da war viel zu lesen, ne? Also, deine Konstitution bestimmt deine... Also, Türen gewaltsam öffnen. Oh, jetzt bin ich verrutscht. Mist. Minimallevel. Wir haben 7 Punkte übrig. Was ist denn das Maximale? 6 ist das Maximale, richtig? Ja. Und 3 Minimale, okay. Also, wo, achso, hier. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte, 3 zusätzliche Ausdauerpunkte, Schaden mit Fäusten und Gorilla-Armen wird um 3 erhöht. Was ist denn Gorilla-Arme? Also. Schaden mit Nahkampfwaffen wird um 1,5% erhöht. Belohnungsabzug beim Packen eines Gegners oder Benutzen eines schweren Maschinengewehrs wird um 6 verringert. Dauer, die du Gegner packen kannst, wird um 5 Sekunden erhöht, wenn du kannst dich... Was? Achso, und du kannst dich mit einem gepackten Gegner schneller bewegen. Was passiert, wenn ich jetzt hier hochmache? Ist dann irgendwas? Ändert sich da irgendwas? Nee. Ab Level 3. Okay, so Intelligenz. Cyberdeck Speicherkapazität wird um 4% erhöht. Also müsste man wissen, was Cyberdeck Speicherkapazität ist, ne? Na, also erstmal deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als Netrunner. Jedes Level von Intelligenz bedeutet 4% erhöht. Schaden von Quick Hacks wird um 0,5% erhöht. Dauer. Quick Hacks wird um 1% erhöht. Klingt nicht viel jetzt, ne? Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Sie erhöhen nicht nur dein allgemeines Bewegungstempo, sondern jedes Level Reflexe bedeutet auch passives Ausweichen. Gegnerischen Angriffen wird um 1% erhöht. Kritische Trefferchance wird um 1% erhöht. Und Schaden mit Mantisklingen wird um 3 erhöht. Technische Fähigkeiten. Deine technischen Fähigkeiten bestimmt dein technisches Können. Sie erlaubt es, dir Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5. Das ist cool. Gibt es dann denn noch mehr? Nee. Und was Coolness? Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level bedeutet, Level Coolness bedeutet, kritischer Schaden wird um 2 erhöht. Alle Resistenzen werden um 1 erhöht. Schaden im Stealth-Modus wird um 10% erhöht. Gegner entdecken dich im Stealth-Modus 0,5% langsamer. Schaden mit Monodrähten wird um 3%. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen mal hier 2. Hier 2. Intelligenz. Hier ein. Reflexe ein. Machen wir das so erstmal. Wir sind cool und wir sind kräftig, genau. So, passt. Weiter. Biomonitor-Konsole abgeschlossen. Alias V, Charakterhintergrund, Nomade. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Strott. Achso, da hatten wir schon mal alles gelesen. Da ist mein Fingerchen. Okay, bestätigen.